Ich zeige jetzt mal, wie einfach man einen Schokopudding zubereiten kann. Die meisten Zutaten hat man zu Hause, behaupte ich jetzt einfach. Also Milch erhitzen in einem Topf. Dann das Ganze langsam erhitzen. Pudding ist süß, deswegen gebe ich am Anfang gleich jetzt in dem Fall Honig dazu. Wer was anderes möchte, könnt ihr auch auf Rohrzucker zurückgreifen oder wie hier auf Agavendicksaft. Jetzt bleibt der Honig natürlich kleben, deswegen habe ich hier so einen kleinen Küchenhelfer. Nichts verschwenden. Also Agavendicksaft ginge auch. Dann Schokopudding heißt Schokolade, in dem Fall nehme ich aber vorher Kakao. Kakaopulver. Je dunkler das Kakaopulver, umso kräftiger ist nachher auch die dunkle Farbe. Ich habe hier noch zum Binden. Man könnte jetzt mit Stärke arbeiten, das mache ich aber nicht, denn ich habe hier nussiges, gelbliches Maismehl. Maismehl braucht etwas länger, bis es anzieht. Ich gebe es aber gleich dazu. Das muss ich vorher nicht in kalter Milch glatt rühren, wie zum Beispiel jetzt Stärke. Ich kann es in die warme Flüssigkeit geben, zum Vorteil. Und es löst sich klumpenfrei. Gehen wir hier auf vollste Stufe. Rühren, rühren, rühren. Ja, die Schokomilch muss jetzt ungefähr eine bis zwei Minuten kochen, besser 2 Minuten. Und dann geht es auch wirklich schnell. Ich habe Butter vorbereitet. Denn Butter macht den Pudding nachher so richtig vollmundig, geschmeidig. Und auch da wieder mein Küchenhelfer. Dann kleiner Tipp. Kokosbutter oder Kokosfett, das schmeckt mir halt extrem gut. Oder wer da kreativ sein möchte, Olivenöl ginge. Man könnte jetzt weiterspinnen, solange ich hier rühre, überlege ich mal. Wenn man das Ganze südamerikanisch will, da wäre natürlich Chili nicht schlecht. Soll ja auch belebend sein. Oder vielleicht ein Schuss Rotwein oder ein Destillat. Wichtig ist nur, dass zum Schluss geriebene Schokolade reinkommt. Und am besten ihre Lieblingsschokolade. Meine ist eine Zartbitterschokolade von mindestens 60%. Bei Kindern wahrscheinlich Vollmilchschokolade. Jetzt vielleicht sieht man es auch schon, die Schokolade zieht an. Der Pudding, er wirft so wirklich sichtbare bleibende Bläschen. Jetzt gehe ich mit der Temperatur etwas zurück. Schon mal abschmecken, ob es in die richtige Richtung geht. In Richtung Köstlichkeit, ja, es ist schon mal sehr, sehr vollmundig. Also rühren, 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 auch am Rand. Und dann, nach 2 Minuten, Minimum, Sie können auch länger rühren, 3 Minuten, ziehe ich den Topf von der heißen Stelle zu mir her, nutze quasi die Resthitze und jetzt kommt die Schokolade dazu, die ich fein gerieben habe. Und ich wiederhole mich, wirklich fein reiben, denn wenn man dann nur Stückchen hackt, dann brauchen die nachher zum Schluss viel länger, bis sie sich auflösen. Und so geht es innerhalb von wenigen Umdrehungen. Und jetzt müssen wir schnell arbeiten, den Schokopudding noch warm abfüllen. Okay, und jetzt mit möglichst ruhiger Hand abfüllen, solange er eben noch warm ist. Ich versuche das jetzt mal schön zu machen, also ohne zu kleckern. Ein Trichter würde auch helfen. Habe ich vorher nicht dran gedacht. Macht nichts. Muss auch so gehen. Und das denke ich mir ist auf alle Fälle schön genug. Gut, leicht anklopfen. Leicht anklopfen. Damit sich der Pudding schön verteilt. Jetzt noch den Deckel aufsetzen. Aufsetzen, damit die Oberfläche schön saftig bleibt. Ich würde ihn erstmal bei Zimmertemperatur abkühlen lassen, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann erst in den Kühlschrank stellen, bis er komplett durchgekühlt ist. Und dann kann man den genießen, vielleicht noch mit einer Sahnehaube. So lange wird der nicht halten, weil den esse ich jetzt innerhalb der nächsten Viertelstunde. Die Rezepte wie immer unter prima-leben.tv oder wenn Sie hier unten schauen, im Beschreibungstext. Da ist ein Direktlink. Einfach draufklicken. Auf alle Fälle viel Spaß beim Nachkochen und beim Genuss.